Und einen recht schönen guten Tag hier zu einer weiteren Folge FIFA 16 Karrieremodus mit Bowser mit Recht nach Season 2. Ja, und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, nach diesem spannenden, wunderschönen Spielchen in der Europa League sind wir weiter und wir wollen gegen Wolfsburg spielen in der Bundesliga und danach im Pokal gegen Wolfsburg. Und ja, ganz ruhig Strandl. Du wirst was spielen. Alter. So. Oder im Pokal haben wir einen weniger. Wenn, ne? In der Europa League. Weiß ich nicht, irgendjemand hat seine Fünfte gekriegt. Der muss er in der Rot haben. Nee, in der Europa League erst. Ach so, in der Europa. Oh, ich glaube, Johnson war das. Oh, guck mal, können wir gleich drin mitspielen lassen. Müssen wir mal gucken, hier, wenn wir spielen lassen. Stranzel kann den tief ran. Steckt nicht, dann lassen wir ihn spielen. Ne, wir lassen Stenzel spielen. Hector lassen wir auch mal spielen. Muto lassen wir auch mal drauf. Weil wir müssen ja auch die wieder ein bisschen schonen, das wissen wir ja alle. Dass wir jetzt die schonen müssen, die Jungs. Und wenn wir Nordwind dahin packen. Baumgartel kann auch wieder ran. Dann mal die Position tauschen. Stendera kann auch wieder ran. Und so sieht das eigentlich gut aus. Jetzt müsst ihr es nicht. Jetzt verweigerst du ihm das, in der Bundesliga gegen seinen Verein zu spielen. Jetzt darf er erst wieder im Pokal ran. Tja, kann ich ändern. Puh, Fußball-Bundesliga. Ich hoffe, dass wir wenigstens. Warte mal, ich wollte Da mal hat er gucken. noch höheren Puls. Wolfsburg ist Vierter. Ich weiß. Echt hässlich. Haha, hässlich. Was? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Gegen den Kasten. Aber ich bin echt erstaunt, dass wir. Deswegen hat Arsenal auch so einen hohen Druck gemacht, weil die ein Tor gebraucht haben. Vor allem überleg mal, wie wenig Druck die gemacht haben eigentlich. Und wie viel Druck wir gemacht haben auf so einen 2-1-Treffer. Scheiße. Das können wir uns merken, wenn wir zu Hause dann noch. Also wenn wir das. Wenn wir zuletzt waren, passt eigentlich. Richtig cool. Auch Max Kruse. Der spielt nicht mehr, wenn du weißt, so gut wie. Da wird auch jede Spielzeit mehr groß bekommen. Wahrscheinlich. Abseits. Genau. Oh, mal wieder ein Tor. Nice. Dort, weil das sie anspielen und dann sowas. Und dann der exitiert auch noch und Rodriguez. Dachte, der ist gewechselt, so ja, aber drin. Oder irgendwie so. Schöne Spieler. Und der ist noch. Okay. Axler. Ach, Übersteiger. Ah, alles klar. Der Wolfsburg macht Druck. Und will das Tor, so wie es aussieht. Strasch mit dieser Vorarbeit. Axel, könnten wir auch mal gucken oder fragen, wie teuer das ist. Oh. Oh, Alter, wie viel haben wir denn? Heilige Scheiße, mir geht schon wieder. Irgendwann brauchst du ja auch mal wieder gut. Wenn man nicht schreibt, war das schon genug in der Europa League. Jo, nehme ihn mit. Naldo existiert auch noch. Bin gleich hier vorne zu. Naja. Bisschen höher. Optimistischer, also optimistischer geht's gar nicht von Nordwehr. Image. Oh schön. Nordwald. Nordwald mit dem Tor. Nordwald. Ich weiß es nicht. Ich will mal gucken, wie viel das Tor von Nordwald das schon ist. Ja, das ist mal richtig fett gespielt. Das ist mal richtig fett gespielt. Von dem Gnaldo. Hier der Abfeld. Da
das erste Tor von Nordwald in der Fußball-Bundesliga. Alter, was geht denn hier ab? Die schießen jetzt alle nochmal zum Schluss. Tor für die Borussia. Tor für die Borussia. Die halt nochmal. Vom totalen Innenverteidiger zum Mittelfeld. Und macht das Tor noch. Also wenn es im Pokal auch so läuft, dann... Man muss ja zeigen, was man kann vor der Transferphase. Freunde, wir können zweimal Pokal holen, fällt mir gerade noch ein. Wenn wir Europa League gewinnen und Deutschen Pokal. Also Deutschen Pokal. Sehr nicht, gut. Denn Deutschen Pokal ist eigentlich mein Minimum. Also das müssen wir schon gewinnen. Und wurde ja nicht... Warte mal, wer ist da noch drinnen gewesen? Die Bayern? Nee, oder? Die waren schon draußen. Weiß nicht. Gucken wir, der kommende Gegner da eigentlich ist. Vielleicht. Gut, das Spiel ist das Spiel, das andere treiben, Spiel. Treiben, überlegen. Und Johnson mit dem Traumtreffer. Den wollte er in die Ecke. Den wollte Johnson in die Ecke. Wollte man doch. Nee, war ich das mit Norbert? Ja. Also. Ich war da oben drin. Nee, war ich das erst mit Norbert? Ja. Ich glaube nicht. Gut. Ich mal ach, Johnson wird sein. Zweiten Tor nach der Bundesliga. Aber das ist ein schönes Tor, muss ich schon sagen. Schöne Ecke. Antizipiert. Caligiuri existiert auch noch. Also wenn das wirklich im Pokal so läuft, dann haben wir da im Halbfinale keine großen Probleme. Ich nehme den Ball dann ab, herzlich gerne. Und dann schieße ich noch absichtlich weiter weg. Damit wir gar keine Chance haben, da einen Konter zu machen. Bisschen nett. Da will sie verarschen. Ich weiß, wo der Ball hinkommt. Der Hermann rennt sogar hinterher und kommt da nicht. Schürrle, das super Talent. Das Schürrlchen. Oh, schön. Warum soll ich mir schon wieder selbst die Bälle zu passen? Weil du im Sturm wartest mit Drimmitsch. Und der lässt sich dann abkochen gegen Naldo. Der schon eine gelbe Karte hat. Pfostentreffer, ey. Scheiße. Da kann ich nicht mal. Heftig. Was hier abgeht. Zu Hause gegen Wolfsburg so stark. Wo spielen wir nicht? Im Pokal? Zu Hause oder? Weiß ich nicht. Konzentriere mich einfach nur hier. Was? Konzentriere mich gerade hier drauf. Achso, naja, das habe ich schon als Sieg eingeplant, sagen wir es also. Sind hier gerade in Wolfsburg. Da müssen wir was gewinnen. Also, Wolfsburg sind wir. Dann Werner haben wir. Also, Werner darf da nicht gewinnen. Müssen wir mal gucken, ob Werder gewonnen hat. Gut, ich kann mir vorstellen, wir haben wieder so Glück, dass Werder gewonnen hat. Kann ich mir recht gut vorstellen. Gut, kann auch sein, dass die so Angst haben, weil sie letztes Mal gegen uns verloren haben, dass sie wieder mal verlieren. In der Bundesliga. Schön. Och man, Kinder. Ach, da läuft er ja schon, sorry. Oh, sorry, das habe ich nicht gesehen. Na gut. Ah, schön gemacht, Herr Drimmitsch. Das macht den Stürmer aus und das ist unser Spieler gewesen. Oh, ja. So, ich habe eigentlich schon nichts verrückt, aber. Der stand da so schön rum. Du musst ja mal wieder gerauscht. Sehr spannend. Ah, das war echt nicht schlecht gerade. Kriegst den Ball schon so schön langsam vorsichtig, vor allem vorsichtig zugespielt, nicht mal voll auf dem Fuß drauf. Und dann steht ich er da. Ich wollte eigentlich, dass du das tun musst. Mach weiter. Nein, gut, dann. Ey, da bin ich aber nicht angekommen, das nicht. Ja, trotzdem. Hätte mal so ein kleines Eckentor gemacht. Ah, alles klar. So wie der Eilers. Mit der Hacke. Einfach mal. Ja, hör bloß auf. Alter, das. What the heck? Weiter. Das Tor, das ist ja, das war ja, das war zu krass. Das war's perfekt. Vor allem dieses Tor, ich dachte mir so, wie ist denn jetzt der Ball? Wie ist der Ball jetzt ins Tor gegangen? Ich habe uns gar nicht gesehen, dass der Eilers noch da rumstand und mit der Hacke reingemacht hat. Alles klar. Oh mein Gott. Sag mal, wir müssen jetzt nicht auf dem Gegentor poppen. Warum einfach der Torhüter? Warum nicht? Scheiße. Heißt der? Sie verarschen, was soll denn das jetzt werden? Die Wolfs, dann schießt du, wenn der Spieler vor dir ist. Ich wollte versuchen, 11 Meter auszuholen.
Und unser Spieler ist verletzt, habe ich noch. Ach, ja, schade. Da läuft. Aber Verletzung ist an. So ist nicht. Warte. Da läuft noch eine Runde. Hey. Nee, Leverkusen gegen Bayern hätte ich jetzt nochmal sagen müssen. Warum wird Werder Bremen jetzt nicht spielen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum müssen die jetzt hochziehen? Bist du einfach mal ein Verein? Oh, halbwegs. Kommt, Leute. Der Druck muss da bleiben. Fresh, was willst du? Komm her, wenn du was willst. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, wenn du den Ball verlierst, wäre das echt assi gewesen, aber hast du schon verloren. Und ich köpfe nicht. Ah, gut, Traxler macht's nicht. Der wird nochmal eine Flagge. Tja. Der rennt durch den Pfosten durch, oder was ist so? Ja, gut, habe ich gut gepasst. Guck mal. Oh Mann, oh, das war so geil gerade. Ja. Vor allem Benaglio rennt vorwärts, zurück, vorwärts, zurück. Habe ich wohl ein bisschen den Ball gespielt. Gibt man ja mal die gelbe Karte, jetzt zippt so richtig schnell. Stranzl will mitspielen und dann kriegt er eine gelbe Karte. Sowas können wir leihen. Sowas brauchen wir nicht im Verein. Unbedingt mitspielen wollen und dann die gelbe Karte ziehen. Aber kein Absatz, alles gut. Oh mein Gott, was war das denn 3-0, ne? Drei Tore von mir, was ist mit mir los, Alter? Ah, das war heftig. Das war jetzt ein heftiges Tor. Das hätte ich nicht so erwartet. Vor allem die schöne Maschinenlinie, dass ich gleich abwärts kann. Ja, nein, ich schütze mich dann so, dass er den Ball auf den linken Fuß setzt. Und dann dachte ich mir noch, guck mal, mit links zu ziehen. Oder links einschieben. Tor für die Borussia. Für die Borussia. Tor für die Borussia. Schon nett, der Junge. Stendierer spielt hier wie eine Nummer 1. Das ist auch schön im Lauf. Und dann sie. Er kann die Ball nicht zurückziehen. Das muss man denen mal beibringen. Hat schon einen schönen Tor geschossen. Ganz ruhig. Na, trotzdem. Nicht zu viel verlangt von den Spielern. Oh, gut, steht gut um den Weg. Oh, fast hätte ich einen Halle überlaufen. Aber da stand ein Halle noch in dem Weg. Halbwegs. Na, fliegt er mal auf die Fresse. Der maximale Abschluss von Wolfsburg war dieser Schuss gerade. Alter, zieh den Ball zurück. Wieso bleibt jeder Wolfsburger rennt nach hinten, außer dieser Typ, der bleibt da so entspannt stehen. Karius, nimmst du die Bälle? Auch schön gemacht von Karius, aber nochmal zu Schluss. Ja, das war beides schrecklich von mir, ich weiß. Oh, Gott, das ist... Ball! Die Richter. Ja, Max Kruse. Ganz viel Kraft. Also wir müssen das Ding hier mit dem Erdruck, das Geld hinholen. Ne? Torte. Oh, war schön. Der passt für dir selbst. Und dann kommt Benaglio noch. Aber Benaglio hat noch ein bisschen mehr aufs Tor gesehen, fand ich. Oh, schön. Ja, so, dann ist wieder. Schön. Dann spielt er erstmal hinter. Hallo, lassen wir den Ball nochmal zurückspielen lassen. Ja, ich wollte Dresch nochmal zurück. Dresch wollte nochmal zurückspielen. Ah, Naldo. Ah, Naldo ist schwächelnd mit seiner Abwehrleistung. Alter. Dante, das ist mein Ball. Versteh das doch mal.
Aber in der hin, na gut. Na gut, für Deutschland noch mal ein bisschen. Aber noch den Anschlusstreffer, so wie es aussieht. Aber geköpft. Schön. Ganz stark von Stranzel. Da gucken sie wieder alle hinterher, wo der Ball ist. Bam, mach dich groß. Ja, schön gemacht, Karius. Schön groß gemacht. Was denn? Ich faul. Du schätzt dein Bein rein. Aha. Erwischt nur mich. Scapper. Wie ist der da? Übertreibst du mit dem Ball jetzt? War eine saubere Rätsche. Hätte auch ganz blutig enden können. Was aber? Oh, das war mein. Fast schon dabei. Nur fast. Jetzt üben die, jetzt arbeiten die nur mit langen Bälle. Weg damit. Starke Leistung. Ganz starke Leistung von F. Rodriguez. Robin Knoche eingewechselt für Naldo. Ah, jetzt haben sie mal den Naldo runtergeholt. Dann haben sie mal gemerkt, wie schlecht der ist eigentlich. Alter, gib den Ball dem Spieler an, nicht irgendwo vorne, wo er hinrollen muss. Kraxler steht ja ganz hinten. Wollte gerade sagen, wenn das kein Foul ist, dann will ich auch nicht mehr weiter. Aber alles gut, keine Karte. Ja, das geht mir weg, meine Freunde. Ich muss da mal ein bisschen was pfeifen. Ja. Aber gut. Cool, wir haben es gewonnen, meine Freunde. Und das gleiche Ergebnis mit dem Normal. Ja, das gleiche Ergebnis nochmal am deutschen Pokal. Dann haben wir alles geklärt. Bin ich mal gespannt, wo wir stehen. Scheiße. Ach gut, erstmal wird dann angezeigt. Ein Tag, Alter. Für nichts können wir noch ein Training machen. So. Alter. Hä? Zwei Punkte. Zwei Punkte haben die trotzdem noch mehr? Mhm, weil Alter, die haben. Alter, wir haben richtig Glück, Hertha und so. Boah, da haben wir richtig Glück, dass wir es gewonnen haben, ey. War ja mal richtig, richtig Glück. Und dann kann man gleich nach dem Wolfsburg-Spiel nach Rom fliegen. Ja. Oh mein Gott. Wie eng ist denn das getaktet, Alter? Das ist mal richtig heftig. Keiner verbessert. Aber Ramos ist kurz davor. Ja, meine lieben Freunde, ich bedanke mich bei euch recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Mal wieder vom FIFA 16 Karriere-Modus. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.